In Berlin gehen täglich rund 710.000 Einwegplastiktüten über die Ladentheke. Sie werden meist nur einmal benutzt, aber dafür leben und zerstören sie die Natur. Bis zu ihrer Zerstörung vergehen rund 400 Jahre. Ist sie das wert? Für einen Weltrekordversuch werden Plastiktüten an verschiedenen Orten in Berlin gesammelt, wie zum Beispiel auch in der Klimawerkstatt Spandau in der Mönchstraße. Wir wurden von der Aktion Berlin tut was angeschrieben und wurden da auf eine Teilnahme hingewiesen. Dann haben wir uns da als Teilnehmer beworben und machen da auch gerne mit aufgrund der Ressourcenschonung, weil wir im Allgemeinen schon darauf hinweisen, Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Und diese Tüten, die wir hier gesammelt haben, die werden am 20.09. am Tempelhofer Feld als Weltrekordversuch genutzt. Es werden in Berlin stündlich 30.000 Tüten ausgegeben. Und wir wollen zeigen, oder die Aktion will zeigen, wie viel 30.000 Tüten ergeben circa eine 9 Kilometer lange Strecke an Plastikmüll. Und das ist schon extrem viel. Diese Aktion geht bei uns vom 1.7. bis zum 12.9. Und bei uns können Sie dienstags in der Zeit von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr die Tüten gerne vorbeibringen und erhalten im Austausch gegen 10 Plastiktüten diesen Stoffbeutel.